Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ClickSafe-Webinar mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zum Thema heute Loverboy, Cybergrooming, Sextortion, Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexuelle Ausbeutung. Es freut uns sehr, dass wir Ihnen diese Veranstaltung heute anlässlich des Tags des ja, zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch anbieten können. Und wir sind heute als ClickSafe nicht alleine und das freut mich sehr, dass ich innerhalb kürzester Zeit mit dem LKA Rheinland-Pfalz so viel zu tun habe in der Präventionsarbeit und hier jetzt heute Karina Kneipp begrüßen darf. Ein paar Sätze zu ihr. Sie ist Sozialpädagogin und Fachkraft für Kriminalprävention beim Landeskriminalamt Amt Rheinland-Pfalz im Leitungsstab 3 zur verhaltensorientierten Kriminalprävention. Und ihr Arbeitsschwerpunkt ist jetzt schon länger sexueller Missbrauch und Kinderpornografie. Und das, was sie heute machen wird, ist uns einen einführenden Überblick zu unterschiedlichen Formen der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zu geben und wie die Polizei mit Hilfs- und Beratungsangeboten unterstützen kann. Was ganz wichtig ist für sie, in der kurzen Zeit, die wir heute Abend zusammen haben, also knapp 90 Minuten noch, werden wir nicht bei allen Themen in die Tiefe gehen können. Auch Karina Kneipp wird nicht bei allem in die Tiefe gehen können. Ja, auch werden wir keine Rundumlösung anbieten können, leider. Das, was wir heute machen, ist so ein bisschen ein Raumöffner, die Türen zu öffnen, dass sie sich mit diesen Themen, mit unterschiedlichen Formen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, sich damit auseinanderzusetzen, da den Mut haben, weil da gehört auch tatsächlich ein bisschen Mut dazu, sich mit so einem schweren Thema zu beschäftigen und ja, gemeinsam zu schauen, wie können wir denn eigentlich Kinder und Jugendliche besser schützen? Ist das überhaupt möglich? Da hoffen wir, dass wir Ihnen heute einen Einblick geben können. Ich werde im Laufe des Webinars beziehungsweise am Ende werde ich Ihnen zwei PDF-Dateien in den Chat hochladen. Das eine ist ein Handout von Karina Kneipp, weil sie wird Ihnen ganz viel auch vorstellen und damit Sie dann nochmal nachschauen können, stellt sie hier ein Handout zur Verfügung und auch ich werde Ihnen am Ende nochmal das ein oder andere zeigen und habe das in der PDF zusammengefasst, damit Sie wissen, was sind eigentlich gute Hilfe und Beratungsangebote gegen sexuelle Gewalt. Und das versuche ich nachher in den Chat zu stellen. Sollte das nicht funktionieren, werde ich Ihnen einen Link durchgeben und sagen, wo ich die Dateien auch nochmal hochladen werde. Genau. Wie gesagt, stellen Sie bitte die Fragen in den Chat, in den ja, Frage- und Antwort-Chat. Das machen wir jetzt einfach so. Und ja, hier ist die Frage direkt gekommen, bekommt man die PDFs auch per Mail? Hier bitte ich um Entschuldigung. Ich glaube, es wird ganz schwierig funktionieren, dass ich allen irgendwie nochmal das per Mail schicken kann, weil das in Zoom irgendwie habe ich nicht rausgefunden, wie das geht, da ich nochmal eine Sammel-E-Mail sch schicken kann. Ich versuche es nochmal rauszufinden. Ansonsten werde ich Ihnen aber am Ende genau sagen, wo Sie wann die Handouts finden, weil dann können wir das einfach nochmal auf der ClickSafe-Webseite Ihnen nachträglich zur Verfügung stellen und dann können Sie das nochmal runterladen. So, Carina, ich habe dich kurz und knapp vorgestellt. Ich möchte dir gar Ja, nicht so viel Zeit wegnehmen. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich wirklich und bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Und ja, nochmal herzlich willkommen an Sie alle. danke, liebe Rebecca. Ja, es freut mich auch. Es ist toll, so viele Menschen sind da. Und ich würde auch sagen, wir legen direkt los. Jetzt muss ich erstmal die Kunst hier rausbekommen, nochmal meine PowerPoint aufzurufen. Da muss ich jetzt hier drauf freigeben. So, und jetzt müsste das im besten Fall. Ja, also man sieht's, du musst nur noch die Präsentationsmodus starten. Genau. So, ich hoffe, man sieht's. Ja? Rebecca, ganz kurz. Ja, sieht gut aus. Ja, sehr gut. Das war meine größte Sorge, aber jetzt haben wir das.
Ja, also dann starten wir direkt und ganz kurz, was Sie erwartet, wie es eben schon gesagt wurde, es gibt heute natürlich nur einen groben Einblick. Also verzeihen Sie es mir, ich kann in so einer kurzen Zeit natürlich nicht auf jedes Phänomen in die Tiefe reingehen, aber wichtig ist es einfach, dass wir heute zu diesem Tag auf unterschiedliche Formen aufmerksam machen und ich werde auf das Thema Kindersextourismus eingehen, auch die Methode der Loverboys und Zwangsprostitution, Cybergrooming, Sextortion, also die Erpressung mit Nacktbildern, das Thema Kinder- und Jugendpornografie, was uns wirklich schwer von Seiten der Polizei auch beschäftigt, aber auch, wie geht man mit verdächtigen Ansprachen durch fremde Personen um? Ja, und die Frage, wie können wir Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen? Und ja, ganz wichtig, auch einfach Beratungs- und Hilfsangebote seitens der Polizei vorzustellen. Und ganz wichtig, einfach zu Beginn der Hinweis, ich werde immer von Täter sprechen und ich meine damit aber grundsätzlich auch immer Männer und Frauen. Es ist für mich aber leichter, weil ich es ganz oft wiederhole, wenn ich einfach Täter sage, das ist für sie dann auch angenehmer zum Zuhören. Ja, dann starten wir. Das Thema Kindersextourismus, da gehe ich zunächst mal drauf ein. Ja, was können wir uns darunter vorstellen? Und es ist häufig so, dass in Ländern Kinder nicht gute Bedingungen haben, fehlende Schulausbildung, finanzielle Not. Und das ist mit ein Grund, warum häufig Minderjährige auch ihren Körper verkaufen müssen oder gezwungen werden. Und es ist so, dass das nicht nur in fernen Ländern passiert, sondern auch hier bei uns in Europa. Und bei Tätern ist es so, dass sie diese verzweifelte Lage vor Ort wirklich dann auch ausnutzen und sich das Schweigen der Opfer durch ja, Geschenke, Geld, andere Annehmlichkeiten erkaufen. Und es ist häufig so, dass Täter sich vor Ort, ja, weil sie glauben, sie sind im Fernab, in einem fremden Land und da fühlen sie sich sicherer, ja. Und so, dass es auch gar nicht so selten ist, dass Täter in der Öffentlichkeit agieren, weil sie sich dort einfach geschützt fühlen. Und wenn es vor Ort zu einem sexuellen Missbrauch kommt, sehen wir auch häufig, dass es dann zu Aufnahmen kommt, sei es in Form von Bildern, Videos und die dann später im digitalen Raum verbreitet werden. Und ganz wichtig, der Hinweis, egal wo auf der Welt, sexueller Missbrauch ist eine Straftat. Und ganz wichtig, auch wenn diese im Ausland erfolgen, können die Täter hier in Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was können Sie dazu beitragen, wenn Sie zum Beispiel auf Reisen sind in Ihrem Urlaub und Sie bemerken etwas oder haben ein komisches Gefühl? Da stellt sich natürlich die Frage, was können Sie jetzt tun, um hier in so einer Lage zu unterstützen? Und da würde ich Ihnen einfach gerne einen kurzen Film zeigen. Hier auch nochmal der Hinweis, ich habe eben die Einstellung nicht so hinbekommen, so dass jetzt Sie das von meinem Mikrofon hören. Das heißt, die Tonqualität ist nicht zu 100% gut. Sie können sich das aber im Nachgang auch gerne nochmal über das Handout angucken. Aber mir wurde eben mitgeteilt, dass man es schon verstehen kann. Ja, dann starten wir mal. Weltweit werden jährlich etwa 2 Millionen Mädchen und Jungen schon in frühester Kindheit sexuell ausgebeutet, mit schwersten Folgen für Körper und Seele. Das passiert auch auf Reisen und im Tourismus. Häufig agieren Täterinnen und Täter in der Öffentlichkeit. Zwar fühlen sie sich durch die Anonymität im Ausland geschützt, doch sie sind nicht unsichtbar. Seien Sie aufmerksam, wenn zum Beispiel jemand Kinder am Strand sexuell bedrängt. Oder in einem Restaurant ein Junge unsichtbar wird. Vielleicht sehen Sie auch, wie ein Mann im Flugzeug Fotos zeigt. Sie erkennen ein junges Mädchen in aufreizenden Positionen. Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist strafbar, überall auf der Welt. Ihnen fällt etwas auf? Wenden Sie sich an die örtliche Polizei oder nutzen Sie die deutschsprachige Plattform nicht-wegsehen.net. Dort können Sie vermutete Straftaten entweder direkt an das Bundeskriminalamt melden oder Sie drücken den Report-Button. Hier können Sie Ihre Meldung auch anonym an ECPAT senden.
ECPAT setzt sich als weltweites Netzwerk für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung ein. Können Ihre Angaben helfen? Ja, jeder Hinweis kann dazu beitragen, Täterinnen und Täter zu ermitteln. Auch wenn Sie sich nicht sicher sind, seien Sie beruhigt. Behörden gehen professionell mit Ihren Hinweisen um und wissen auch, dass Menschen sich täuschen können. Helfen Sie mit. Zeigen Sie Zivilcourage und schützen Sie Kinder. Auch auf Reisen. nicht-wegsehen.net. Genau, und diese Seite habe ich Ihnen auch im Handout verlinkt. Da können Sie sich dann im Nachgang gerne mal einen Überblick machen, wie das dann praktisch funktioniert. Ja, dann kommen wir zum nächsten Phänomen, Loverboys bzw. die Zwangsprostitution. Und da stellt sich jetzt erstmal die Frage, was bedeutet denn Loverboys? Ja, und es ist so, dass das eine Form der vorgetäuschten Liebe ist. Es beginnt zunächst sehr harmlos und endet dann aber häufig in der Zwangsprostitution. Und da ist natürlich die Frage, gehen da Täter vor? Und da würde ich gerne mal drauf eingehen. Es ist häufig so, dass meistens Männer, aber es gibt natürlich auch Frauen, aber in der Regel sind es Männer, die ganz gezielt Kontakt zu jungen Frauen und Mädchen aufnehmen, zum Beispiel auf Social Media, in Chats, aber auch vor Ort eine direkte Ansprache, zum Beispiel vor Schulen oder anderen Gegebenheiten. Und Zielgruppe sind vor allen Dingen Mädchen und junge Frauen, wo sich das auszeichnet, die unsicher sind, die ja keine gute feste Bindung haben oder die Probleme haben, sei es in der Schule oder bei den Eltern. Und das sehen wir häufig, gerade beim sexuellen Missbrauch oder generell der sexuellen Ausbeutung, dass häufig Kinder auch ein Stück weit ja haltlos sind und dass das so auch ein Risikofaktor ist. Und ja, die Täter bauen dann wirklich über Wochen, auch teilweise über Monate, eine Beziehung auf. Und plötzlich ist da ein Mensch, wenn man vielleicht vorher sehr problembehaftet in der Situation war, plötzlich ist da ein Mensch, wo man das Gefühl hat, ich werde gesehen, der hat ein offenes Ohr, wenn ich Probleme habe, ich bekomme Geschenke, ich fühle mich wertvoll plötzlich, ja, da ist jemand. Und so beginnt es. Und das Paradoxe daran ist halt auch, dass dadurch zunächst mal alles ganz normal verläuft und nichts ist auffällig im Alltag. Man denkt, man hat hier einen tollen Partner gefunden und baut hier eine Beziehung auf. Auch für Außenstehende ist das in dieser Phase schwer zu erkennen. Und wenn dann dieses Vertrauen da ist, beginnt auch parallel in diesem Prozess, dass Täter versuchen, die Opfer von ihrem Umfeld zu entfremden. Das heißt, es wird immer mehr eine emotionale Abhängigkeit geschaffen und durch diese Entfremdung wird das ja noch gefördert, ne? Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass zum Beispiel die Abhängigkeit durch Finanzen herbeigebracht wird, so dass Opfer immer tiefer da reinfallen. Und wenn diese emotionale Abhängigkeit vorhanden ist, dann fällt es in der Regel sehr, sehr schwer, sich dieser Beziehung zu entziehen. Und das ist letztendlich die Grundlage für die Täter, den weiteren Schritt zu gehen. Und das ist dann ab dem Zeitpunkt, wo diese Abhängigkeit vorhanden ist, da merkt man dann, dass der Täter plötzlich sagt, es herrscht eine finanzielle Notlage, ja, und dann wird darum gebeten, gegen Geld Sex mit Freunden oder Fremden zu haben. Und durch diese emotionale Abhängigkeit glauben die Opfer häufig, ja, ich muss das jetzt machen, um meinen Freund, den ich ja liebe, zu unterstützen. Und wenn es dann in diesem Rahmen zu einem sexuellen Kontakt kommt, wird dieser ganz oft dann aufgenommen, sei es von Bildern oder Videos. Und diese Aufnahmen dienen dann zur Erpressung, um die Opfer weiter in dieser Situation verharren zu lassen und zwingen quasi zur Prostitution. Und die Täter nutzen dafür auch psychische und physische Gewalt und setzen die Opfer wirklich massiv unter Druck. Und so können Sie sich die Dynamik vorstellen bei der Loverboy-Methode. Frage ist jetzt natürlich, wie kann man da helfen? Was für Ratschläge kann man geben? Es ist natürlich, wie ich es eben erklärt habe, sehr, sehr schwierig, das zu Beginn zu bemerken.
Wichtig ist als eigene betroffene Person, dass man spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn jemand um sexuelle Handlungen bittet, dass man ab diesem Zeitpunkt wirklich versucht, sich dem zu entziehen. Denn ist es einmal passiert, ist es umso schwieriger, da rauszukommen. Und wenn man bereits Opfer von Zwangsprostitution wurde, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich Hilfe bei Beratungsstellen, da gibt es extra spezialisiert, das finden Sie auch im Handout, aber auch bei der Polizei sucht. Wichtig, wenn man selbst betroffen ist, aber auch für Außenstehende, bei akut bedrohlichen Situationen, bitte nicht überlegen, die 110 anrufen, die Polizei informieren, damit umgehend gehandelt werden kann. Und man kann eine Anzeige zu jeder Zeit bei jeder Dienststelle, erstatten. Denn sexuelle Ausbeutung ist strafbar und das kann man anzeigen. Wenn sich Opfer zum Beispiel nicht alleine zur Polizei, trauen, dann können sie auch Vertrauenspersonen mit einbinden oder auch Beratungsstellen, die wirklich da unterstützend mit Fachwissen da sind und sich besonders gut, auskennen, wie man, Opfern in so einer Situation helfen kann. Und wichtig ist es auch, dass man mögliche Verletzungen medizinisch behandeln lässt und auch dokumentieren lässt. Das ist ganz wichtig. Und sollte man sich noch nicht zur Polizei trauen, gibt es auch Möglichkeiten, wie man das machen kann, ohne die Polizei zu informieren. Und das finden Sie auch im Handout. Ja, und wenn Sie selbst das Gefühl haben, eine Freundin oder ein Jugendlicher, wie auch immer, hat sich verändert und irgendwas stimmt hier nicht und Sie haben ein ungutes Gefühl und dieser Verdacht kommt auf, dann können Sie natürlich auch als Angehöriger oder als Fachkraft, egal in welcher Rolle Sie sind, sich jederzeit auch an die Polizei oder an entsprechende Beratungsstellen wenden und dort um Rat und Hilfe bitten. Ja, das nächste ist das Thema Cybergrooming und da würde ich zunächst mal einen ganz kurzen Clip abspielen. Hi, ich bin Chrissy und das ist mein Smartphone. Ich habe es immer bei mir und kann damit sehr viel machen. Zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden schreiben, Nachrichten lesen, mich mit neuen Leuten connecten und vielleicht sogar Kontakt zum neuen Crush aufnehmen. Zwischen all den schönen Dingen verbergen sich leider auch Gefahren, die wir alle kennen sollten. In diesem Video geht es um das Thema Cybergrooming. Und ich will euch heute zeigen, wie man das erkennt und was man dagegen tun kann. Mit dem Wort Cyber meint man alles, was in der digitalen Welt passiert. Grooming a Child bezeichnet das Verführen eines Kindes. Cybergrooming ist also der Vorgang, wenn Erwachsene im Internet gezielt und mit sexuellen Absichten Kinder und Jugendliche kontaktieren und sich dann online ihr Vertrauen erschleichen, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen. Das ist nicht nur unheimlich, sondern auch richtig gefährlich. Genau, es ist gefährlich und Cybergrooming ist gar nicht so selten und findet wirklich auf vielen digitalen Plattformen statt, sei es über Messenger, soziale Netzwerke, Gaming-Plattformen sind sehr beliebt bei Tätern. Es gibt wirklich viele Plattformen, wo das stattfindet. Und ja, wie funktioniert das? Auch da wieder über Manipulation, Vertrauensaufbau. Manche Täter geben sich erstmal als ein Kind aus, sind aber ein Erwachsener. Es gibt auch junge Täter. Und es ist häufig so, im Rahmen des Vertrauensaufbaus gibt es häufig Geschenke oder gewisse Vorteile, also zum Beispiel in der Gaming-Plattform, dass dann zum Beispiel die Hauptfigur finanziert wird, wo man eigentlich normalerweise das Spiel durchspielen müsste. Also es gibt viele Varianten. Und was aber alle Täter gemein haben, ist, dass es sehr schnell dahin gehen sollte, dass Opfer isoliert werden. Das heißt, Täter versuchen relativ schnell, die Kinder von der Plattform in einen privaten Chat herauszuholen, ja, um sich auch der Kontrolle zu entziehen. Und meistens dann über Privat-Handynummer, zum Beispiel WhatsApp, ja, wo dann wirklich das Kind isoliert wird. Und da in diesem Rahmen soll auch wirklich alles geheim bleiben und das Gespräch geht sehr, sehr schnell Richtung Sexualität. Und es kann dann auch dazu kommen, dass es sehr schnell zur Forderung kommt, dass das Kind Bilder oder Videos von sich aufnimmt und diese dann schickt oder auch live vor der Kamera.
Es wird mit diesen Bildern oder Aufnahmen auch häufig dann Druck ausgeübt zur Erpressung, um weitere Bilder einzufordern. Was wir aber auch häufig erleben, ist, dass Täter teilweise ohne Vorwarnung dann zum Beispiel sich selbst vor der Webcam aufnehmen, ja, sich bei der Selbstbefriedigung zeigen, Dickpics schicken. Also da ist wirklich vieles möglich und die Kinder werden da einfach völlig unvorbereitet mit konfrontiert. Und was es auch gibt, ist, dass dann im Nachgang, was auch sein kann, dass versucht wird, zu einem Treffen wirklich im Analogen dann auch hinzudrängen, so dass der sexuelle Missbrauch nicht nur im digitalen Raum, nur Anführungszeichen bitte nicht falsch verstehen, oder dann auch noch in dem Analogen passiert. Ja, was kann man tun, wenn man selbst Opfer von Cybergrooming wurde, beziehungsweise wenn man feststellt, dass ein Kind davon betroffen ist? Ganz wichtig ist, dass das Elternteil oder Erziehungsberechtigte den Chatverlauf dokumentieren. Und hierbei ist mir ganz wichtig zu betonen, der Chatverlauf, ja, aber passen Sie bitte auf bei der Sicherung und Übermittlung von Bildern und Videos. Und sprechen Sie zunächst vor der Sicherung mit der Polizei und lassen sich eine Anweisung geben. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Es geht hier um Kinder- und Jugendpornografie. Warum das auch bei Cybergrooming wichtig ist, erkläre ich später nochmal. Aber bitte, bevor Sie Bilder, Videos sichern oder weiterleiten, erst mit der Polizei Rücksprache halten. Und dann eine Anzeige erstatten. Und nach Absprache mit der Polizei können Sie dann auch zum Beispiel die Löschung des Accounts beantragen, weil natürlich die Anbieter dann nochmal ihre eigenen Regeln haben und umsetzen können. Cybergrooming, das wird häufig unterschätzt, kann für Opfer Folgen wie in der physischen Welt haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Kinder, die Opfer von Cybergrooming wurden, dass die auch wirklich dann Unterstützung professionell bekommen und dass das aufgearbeitet wird. Ja, wie kann man sich davor schützen? Was ist wichtig im Vorfeld zu wissen? Und wie insgesamt beim Thema sexueller Missbrauch ist es wichtig, überhaupt Kenntnis über dieses Phänomen zu haben? Weil nur wenn ich Kenntnis darüber habe, kann ich auch gewisse Merkmale im Verhalten oder im weiteren Verlauf erkennen und eventuell einordnen, um frühzeitig die Bremse zu ziehen. Wichtig ist, die Kinder haben nie Schuld, ja? Aber wenn man Kenntnis hat, können Kinder ein Gespür nachgehen und sagen, das hier fühlt sich nicht gut an, ich spreche das jetzt ab. Darum geht es. Und die Kinder auch zu sensibilisieren, dass sie vorsichtig mit neuen Kontakten sind. Ich meine, die digitale Welt ist ja auch dafür da, um sich kennenzulernen. Aber wenn man sich selbst noch nicht analog getroffen hat, einfach mit Vorsicht walten und auch schauen, was für Daten gebe ich von mir preis und wer kann das alles sehen, denn darauf, das können Täter nutzen. Und wichtig ist auch, dass Kinder, wenn sie ein unangenehmes Gefühl haben und das sich ungut anfühlt, auch wenn noch nichts Konkretes war, dass sie wissen, sie können jederzeit einfach blockieren, abbrechen und das ist in Ordnung. Ja, das ist deshalb wichtig, weil Erwachsene, wenn dann sich der Täter als Erwachsener zu erkennen gibt, ist für Kinder eine Autoritätsperson. In manchen Situationen gilt es als unhöflich, jemanden Erwachsenen zu unterbrechen oder keine Antwort zu geben. Die Kids müssen bestärkt werden, das dürfen die hier und das sollen sie dann auch bitte machen. Und natürlich die Vertrauensperson zu informieren, auch wenn sie nur ein ungutes Gefühl haben. Und auch nochmal wichtig, ganz egal, wie es dazu kam, die Verantwortung liegt immer beim Täter. Und es ist wichtig, dass Sie mit den Kindern offen über die digitale Welt sprechen und da Interesse zeigen und es nicht verteufeln, weil wenn wir Erwachsenen das verteufeln, dann steigt das Schamgefühl bei den Kindern, wenn was passiert und die Chance, dass sie sich anvertrauen, die sinkt dadurch. Ja, dann kommen wir zum nächsten, Sextorschen, die Erpressung mit Nacktbildern. Ja, was ist das jetzt? Wie geht's da voran? Und auch hier haben wir wieder eine Täuschung zu Beginn. Sie können sich vorstellen, dass es auch auf Social Media, also Online-Dating-Plattformen, ist es häufig zu sehen, aber auch zum Beispiel auf den anderen Plattformen wie Facebook. Und häufig beginnt es ganz harmlos. Da schreibt jemand, also angenommen, ein Mann oder ein Junge ist online. Und plötzlich kommt da so eine Nachricht reingeflogen mit einem sehr attraktiven Bild. Eine Frau, die sieht sehr attraktiv aus, ein sehr ansehnliches, ja,
sie verkauft sich sehr gut, sagen wir mal so. Und dann, ja, hi, ich habe dein Foto gesehen, das sieht aber toll aus, du bist sehr hübsch, hast du Lust zu chatten? Und ja, und dann kommt es zum Kontakt, da kommt eine Freundschaftsanfrage und das wird dann häufig angenommen. Ja, und dann wird so ein Stück weit wie geflirtet. Und bis es dann da in die Richtung relativ schnell geht mit einer Webcam, dass man dann auch im Rahmen des Flirts dann anfängt, Nacktaufnahmen von sich zu machen, das sogenannte Sexting, ja. Und wenn das dann passiert ist, kommt sehr, sehr schnell und hart und dieser Cut, ja, und wie Sie hier im Bild auch sehen, Game Over. Und da kommt der Hinweis, dass die Aufnahme erfolgt ist und durch die Kontakt-Freundschaftsanfrage, in dem sie angenommen wurde, haben die Täter Einsicht in alle Kontaktdaten, sei es Arbeitskollegen, Familienangehörige, Freunde. Und dann, das ist die Grundlage, heißt es, ich möchte, dass du mir bis zum Tag X so und so viel Geld überweist. Ansonsten werde ich diese Aufnahme an all deine Kollegen, an all deine Freunde und Familienangehörige schicken. Und das ist diese Grundlage. Und in der Vergangenheit, das hat man auch schon in den Medien gehört, ist das teilweise so weit gegangen, dass Opfer Suizid begangen haben, weil sie so große Angst davor hatten, dass diese Aufnahmen veröffentlicht werden. Ja, was kann man tun, wenn man da betroffen ist und jemand mit diesen Aufnahmen erpresst? Ganz wichtig ist, auch wenn das der erste Gedanke ist, bitte auf gar kein Geld überweisen. Denn damit signalisiert man, da ist was zu holen und es wird in der Regel nicht aufhören mit der Erpressung. Das heißt, niemals Geld überweisen und sofort Anzeige bei der Polizei erstatten. Und auch hier ist es wichtig, Sicherung vorzunehmen. Aber auch da nochmal der Hinweis, bevor Bilder und Videos übermittelt werden, bitte vorher bei der Polizei erfragen. Denn es kann ja auch sein, dass jetzt hier ein Kind oder Jugendlicher betroffen ist. Und dann könnten wir auch hier Kinder- oder jugendpornografisches Material haben. Deswegen erst bei der Polizei erfragen, dann nach Anweisung der Polizei das sichern und übermitteln. Und auch hier im Nachgang Netzwerkbetreiber informieren und ja, Kontakt sofort abbrechen, ignorieren und keine Reaktion auf folgende Nachrichten. Ja, im Vorfeld auch hier der Hinweis, wie kann man sich gut schützen, indem man zunächst mal bei Freundschaftsanfragen gegenüber Fremden die erstmal nicht annimmt. Ja, also erstmal abwarten, wer ist das denn? Man kann ruhig schreiben, in Kontakt kommen, aber sehr wohl überlegt und nicht zu schnell. Und auch hier natürlich schauen, was gebe ich von mir preis? Was ist für Fremde einsehbar, dass man da auch sehr bewusst Entscheidungen für sich trifft, was andere sehen können? Und dass man auch sehr zurückhaltend ist mit Veröffentlichung der persönlichen Daten, beziehungsweise auch im Videochat, dass man da nicht zu schnell zu viele Angriffsflächen bietet, vor allen Dingen bei Menschen, die man im echten Leben noch nicht getroffen hat und gar nicht weiß, wer steckt denn dann dahinter. Genau. Wichtig ist auch, Betriebs- und Virenschutzsysteme auf dem aktuellen Stand zu halten, damit zum Beispiel die Kamera dann nicht fremd kontrolliert werden kann. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, dann kommen wir zu dem Thema Kinder- und Jugendpornografie, was uns wirklich sehr schwer auch beschäftigt. Und hier möchte ich Ihnen zunächst mal ein Video zeigen. Sieht man ein kleines Kind, also ein Baby mit Windeln und so. Dann kommt dieser Mann ins Bild und der fängt halt an, das Baby zu missbrauchen, also sexuell. Ja, das war das, was Sie im Video gesehen haben, war aus einem echten Schülerchat. Das wurde in diesem Film wiedergegeben. Und das ist bei Kindern auch teilweise auf dem Handy. Aber nicht nur das, was dort beschrieben ist, fällt unter Kinder- und Jugendpornografie, sondern auch noch andere Dinge, weshalb ich mit Ihnen sehr gerne die Definition mal kurz durchgehen möchte. Und das werde ich auch vorlesen. Das ist ganz, ganz wichtig, um
Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass vielen nicht bewusst ist, was noch alles zu Kinder- und Jugendpornografie zählt. Daher einmal die Definition. Also, Kinderpornografie ist ein pornografischer Inhalt, wenn er zum Gegenstand hat, sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter 14 Jahren, also somit ein Kind. Die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbegleiteten Kindes in aufreizend geschlechtsbetonter Körperhaltung oder die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbegleiteten Genitalien oder des unbegleiteten Gesäßes eines Kindes. Und jetzt ganz wichtig, der Hinweis Sexting, weshalb ich auch sagte, beim Thema Cyber-Grooming oder Sextorschen sehr, sehr vorsichtig mit Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen, die selbst betätigt wurden. Denn nicht nur das, was sie im Video gehört haben, zählt zu Kinder- und Jugendpornografie, sondern auch einvernehmliche Aufnahmen, die von Kindern und Jugendlichen gemacht wurden und zum Beispiel, indem sie sich selbst nackt aufgenommen haben und das weiterleiten. Und bei Jugendpornografie, auch hier haben wir dasselbe vom Prinzip, aber 14 und noch keine 18 Jahre alt. Und das ist deshalb so wichtig, weil Sie sich bewusst sein müssen, wenn zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen seinen ersten Freund kennenlernt, der ist 14 Jahre alt, und die zwei zum Beispiel dann flirten und sich schreiben und dann Nacktaufnahmen von sich machen und das verschicken. Dass die Kinder das machen, ist was völlig Normales in der Entwicklung und sich auszuprobieren. Durch die Digitalisierung verlagert es sich jetzt, aber da kommen wir in einen Konflikt mit diesem Gesetz auch. Ja? Sie müssen sich vorstellen, das Mädchen, was 13 Jahre alt ist und das Bild schickt, hat somit Kinderpornografie. Also das Bild ist dann Kinderpornografie und der 14-Jährige hat es auf seinem Handy. Und das ist strafbar. Und das wissen viele nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und weil hier auch die Zahlen so hoch sind, habe ich mir hier doch mal die polizeiliche Kriminalstatistik rausgeholt, damit Sie mal einen Eindruck davon haben, wie sehr uns das beschäftigt. Und Sie sehen erschreckenderweise, rot steht für Kinderpornografie und grün für Jugendpornografie, wie da die Entwicklung ist. Wir hatten 2021 die Gesetzesverschärfung, es wurde zu einem Verbrechen hochgestuft, also mindestens ab einem Jahr. Das hat zu Problemen geführt, weshalb das dieses Jahr nochmal zurückgenommen wurde, weil so auch zum Beispiel Lehrkräfte oder andere Personen, die helfen wollten und haben dieses Video dann zum Beispiel geschickt, um darauf aufmerksam zu machen, sich auch strafbar gemacht haben. Und das wurde nochmal jetzt angepasst. Das heißt aber nicht, dass man das jetzt trotzdem einfach immer alles verschicken kann. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Wichtig ist jetzt zu gucken, wie sieht es bei uns in Rheinland-Pfalz aus? Ich weiß, es sind auch welche außerhalb von Rheinland-Pfalz da, aber die Mehrheit doch aus Rheinland-Pfalz. Deswegen auch hier nochmal die Zahlen und Sie sehen, auch bei uns zeigt sich dasselbe Bild. Und für uns ist jetzt aber sehr interessant, auch für Sie, wer steckt denn dahinter? Und ich habe es eben schon mal angedeutet und Sie sehen, zur Erklärung, das sind die Tatverdächtigen und das Rosane steht für Täter unter 21 mit dem Thema Kripo, also Kinderpornografie, bei Täter unter 21 Jugendpornografie. Der blaue Balken, der graue Balken steht für Täter ab 21 für Kinderpornografie. Und grün steht für Täter ab 21 Jugendpornografie. Und jetzt sehen Sie erschreckenderweise, wo ein großer Anteil dieser Videos zu finden ist. Und wir reden hier nicht vom Darknet, sondern tatsächlich von jungen Menschen, die das auf ihren Handys haben. Und das ist sehr erschreckend. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum ist das so? Und wir sehen zu einem ein mangelndes Unrechtsbewusstsein. Aber auch, dass es auch schon früh Personen gibt, die eine gewisse sexuelle Präferenz haben. Auch das gibt es schon in jungen Jahren. Aber überwiegend sehen wir eine Neugierde, aber auch die Unwissenheit über das Phänomen, zum Beispiel, dass das Sexting dazu führen kann. Ja? Und fehlende Medienkompetenz. Wie kann ich mein Handy oder auch Computer so einstellen, dass zum Beispiel Bilder nicht automatisch in die Galerie kommen und viele andere Einstellungsmöglichkeiten. Und wichtig auch die Gruppendynamik, denn unterschätzen Sie es nicht, selbst wenn ein Kind gut aufgeklärt ist, sich vor allem im Gruppenchat zu distanzieren und zu sagen, das hier ist strafbar und ich melde das, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, insbesondere im Jugendalter. Und was wir auch häufig sehen, ist ein Mangel an interdisziplinärer Vernetzung, denn woher soll denn das zum Beispiel eine Erzieherin, eine Sozialpädagogin wissen, wenn sie nicht in dem Bereich tätig ist? Und umgekehrt, wie soll die Polizei Kenntnis von der Pädagogik und sowas haben? Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zusammentun
und uns gegenseitig ergänzen. Und da sind wir schon bei den Präventionsansätzen, auch wenn es jetzt hier ganz unten steht, aber das ist so ein ganz, ganz wichtiger Part, der uns sehr am Herzen liegt, weshalb wir auch gemeinsam mit ClickSafe was heute machen. Das ist auch einfach nochmal so ein Zeichen an Sie, haben Sie Mut, sich da wirklich zusammenzutun. Und es ist überhaupt ganz schlimm, wenn man etwas nicht weiß, sondern man muss nur wissen, wo das Wissen liegt. Ja? Und ja, der nächste Punkt, da fängt es an, dass wir Kinder im Analogen vor sexuellem Missbrauch schützen, denn in der Regel ist es so, wenn es nicht KI generiert ist, dass vor dieser Aufnahme der sexuelle Missbrauch stattgefunden hat und erst dann in den digitalen Raum kommt. Wichtig ist auch die Täterprävention, auch diese Menschen brauchen Hilfe und die Aufklärung über die Strafbarkeit, wie zum Beispiel das mit dem Sexting, dass das in das strafbare Maß dann fällt. Aber auch, dass wir die Kids nicht alleine lassen, dass wir sie unterstützen bei der Medienkompetenz und ihr Selbstbewusstsein stärken, dass sie sich trauen, in gewissen Situationen sich zu distanzieren und zu sagen, okay, ich mache hier nicht mit. Und dass wir Erwachsene, aber auch Kinder sensibilisieren, wie gehe ich denn damit um, wenn ich etwas im Chat finde. Und das ist jetzt ganz wichtig für Sie. Also Inhalte können sein, Bilder, Videos, Tonaufnahme, aber auch zum Beispiel Mangas, ja. Und solche Inhalte bitte niemals weiterleiten oder herunterladen und auch kein Screenshot machen. Manche denken, dass ich mache einen Screenshot, damit ich der Polizei den Beweis zeigen kann. Nein, es ist auch nicht Ihre Aufgabe zu ermitteln. Sie machen bitte gar nichts mit dieser Datei. Wenn Sie das jetzt in einem Chat finden, dann können Sie sich da distanzieren und sagen, das ist strafbar. Ich habe nicht darum gebeten und dann treten Sie aus diesem Chat heraus. Heraustreten bedeutet nicht löschen, sondern Sie verhindern, dass Sie weitere Videos erhalten. Und dann gehen Sie bitte umgehend zur Polizei und dort vor Ort lassen Sie sich dann die Anweisung geben, wie Sie das sichern sollen. Schicken Sie das bitte nicht an die Polizei, sondern erst Rücksprache halten und dann der Anweisung Folge leisten. Und dann können Sie im Anschluss auch die Meldefunktion des Netzwerksbetreibers nutzen. Ja, verdächtige Ansprache von Kindern und Jugendlichen durch fremde Personen. Und hier ganz wichtig, was ist häufig sehr medienwirksam, wenn das passiert, aber auch da nochmal wirklich der Hinweis. Fremdtäter sind selten. Es gibt die und es gibt auch keinen absoluten Schutz. Aber ich möchte einfach nochmal betonen, dass das selten ist im Vergleich zu Familie oder nahes Umfeld. Ja, wie können wir den Schulweg zum Beispiel oder Kita oder insgesamt, wenn Kinder das erste Mal alleine rausgehen, wie können wir da eine gewisse Sicherheit herstellen? Und die Grundlage bei allem ist eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung. Nur wenn die vorhanden ist, vertrauen sich Kinder auch an. Und wichtig ist auch, da das Gefühl zu geben, egal was ist, du kannst jederzeit zu mir kommen und mit mir sprechen. Und auch die Kinder zu sensibilisieren und das Selbstbewusstsein zu stärken, dass wenn sie draußen alleine sind und da kommt jemand Erwachsenes und es fühlt sich nicht gut an, dass sie durchaus Nein sagen dürfen oder dass sie gar nichts sagen, einfach weggehen aus der Situation und dass es okay ist, ja. Und wichtig ist auch, da appelliere ich auch immer an die Erwachsenen, dass man selbst ein Vorbild ist. Das heißt, dass man selbst in seinen Ansagen und seinem Handeln verlässlich ist. Und bevor die Kinder das erste Mal alleine rausgehen, dass sie natürlich auch die Kontaktdaten von Mama, Papa, Oma, wer auch immer, die Bezugsperson ist, dass sie das, wissen, dass sie das auch auswendig im Kopf haben und genauso aber auch die 110 für Notfälle. Ja, und dann ein wichtiger Hinweis. Ich bin ein großer Fan davon. Es ist häufig so, wenn Oma oder Tante machen das selber und es gibt wirklich tolle, süße Sachen, so die personalisiert sind. Aber, und davon rate ich ganz klar ab, bitte die Kinder so nicht rausgehen lassen zur Schule oder Kita, weil der Punkt ist der. Das ist eine gute Grundlage für Täter, vorzutäuschen, dass man sich kennen würde. Ja, wenn ein Kind dann lang geht und da steht zum Beispiel Leon drauf, dann kann die Person dann sagen, hey Leon, ich kenne deine Mama und Papa, wir haben eben gesprochen und wir haben beschlossen, dass ich dich heute nach Hause bringe. Und viele weitere Situationen. Ich will damit nur sagen, damit kann man den Kindern Vertrauen signalisieren, obwohl das gar nicht so der Fall ist. Ja, und auf was kann man auf dem Schulweg achten?
dass man natürlich den Weg gemeinsam einübt, dass man dort auch sogenannte Sicherheitsinseln schaffen kann, als zum Beispiel der Bäcker oder die Tankstelle, dass man da auch reingeht und sagt, guck mal hier, da kannst du jederzeit rein, da gibt es ein Telefon, erwachsene Menschen, die du informieren kannst, ja. Aber auch, dass man bespricht, mit wem darfst du mitgehen und mitfahren und mit wem nicht, ja. Und natürlich nach Möglichkeit in Gruppen zu laufen, ist immer gut, insbesondere wenn die Kids noch klein sind. Und wichtig ist aber auch, Verhaltensregeln wirklich für einen Notfall zu besprechen und den Kindern das Signal zu geben, auch wenn noch nichts Konkretes ist, sondern sie haben einfach ein schlechtes Bauchgefühl, dass sie das sofort ansprechen sollen, dass man darüber spricht. Ja, wie kann man jetzt im Notfall reagieren? Was sollte man da den Kindern vermitteln? Wichtig ist, wenn was passieren sollte, dass Kinder sich nicht verstecken. Ja, sie sollen weglaufen und sollen ganz konkret sich auf sich aufmerksam machen, sei es durch Schreien, aber auch auf Passanten ganz gezielt hinauslaufen und sagen: Ich brauche Hilfe. Bitte rufen Sie die Polizei oder Mama und Papa und bei diesen erwachsenen Personen auch bleiben. Und sollte es dazu kommen, dass der Täter das Kind schon fest hat, dann ist es natürlich sehr ein Nachteil. Das heißt, da gibt es die Option, dass das Kind weiß, es kann in dem Moment wirklich alles machen. Schreien, beißen, um sich hauen. Wichtig ist, laut zu sein, weil es kann einmal dazu führen, dass der Täter vom Tag ablässt. Umso lauter, selbstbewusster ein Kind sich gibt, kann es dazu kommen. Oder aber, und das ist ganz wichtig, das Umfeld wird aufmerksam. Ja, wie sollte man selbst als Erwachsener umgehen, wenn jemand, also wenn das Kind nach Hause kommt und von so einer Situation berichtet, beziehungsweise von einem unguten Gefühl? Also angenommen, das Kind kommt, vertraut sich an und sagt, da war ein Mann im Auto und der hat mich angesprochen, der wollte, dass ich einsteige oder hat gesagt, er hat was Süßes oder einen Hund. Da gibt es ja viele Beispiele, wie das sein kann. Dann ist wichtig, wirklich erstmal das Kind zu loben. Toll, dass du mir das erzählst, ne? Sicherheit vermitteln. Und dann auch zu erfragen, was genau ist passiert, dass das Kind auch dann frei aussprechen lassen, und dann auch schauen, gibt es da eine Personenbeschreibung, ein Auto, welche Farbe hatte das, ne? Was ist passiert? Und dann bitte auch die 110 anrufen, denn sie wissen nicht, ob am Tag zuvor vielleicht schon mal so ein Vorfall war und das auch verknüpft werden kann. Deswegen bei solchen Fällen bitte die Polizei umgehend informieren. Und ganz wichtig, bitte vermeiden Sie Gerüchte und stellen Sie solche Informationen auch nicht auf Social Media ein, weil das kann wirklich für Unbeteiligte sehr gefährlich werden. Es ist Aufgabe der Polizei zu ermitteln und nicht Gerüchte zu streuen, auch wenn wir natürlich Verständnis für die Sorge haben, aber bitte beachten Sie das. Ja, dann stellt sich die Frage, wir haben jetzt unterschiedliche Formen und Phänomene gehört, wie können wir Kinder schützen? Wie können wir da mehr Sicherheit reinbringen? Und es fängt bei einer Sache an, und das ist, was man häufig hört, bei mir passiert das nicht. Es passiert immer woanders, man hört das in den Nachrichten, aber bei mir nicht. Ja, und das ist auch nicht böse. Das meinen die Menschen nicht böse. Wenn es gab mal eine Umfrage und da hat man die Frage gestellt, was glauben Sie, ne? Passiert sexueller Missbrauch überwiegend in der Familie? Und da sagt eine große Mehrheit, ja, das ist so. Wenn man dann aber die Frage stellt, können Sie sich vorstellen, dass das in Ihrer Familie passiert, dann sagt ein Großteil nein. Und das ist keine böse Absicht. Etwas, was wir nicht wahrhaben wollen, was in unserem sicheren Hafen nicht sein darf, das schieben wir gerne weg. Aber da fängt die Prävention an, dass wir den Gedanken zulassen, dass es auch in meinem Umfeld sein kann. Ja, und das ist der erste Schritt bei allen Phänomenen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, dass wir diesen Gedanken zulassen. Und der erste Baustein fängt bei uns Erwachsenen an, nämlich das Wissen über dieses Phänomen. Das Wissen, dass sexueller Missbrauch keine Ausnahmeerscheinung ist und dass die Täter wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen. Auch das Alter spielt keine Rolle oder die Bildung. Es ist so mitten unter uns. Es gibt junge Täter, alte Großväter. Es gibt gut gebildete, schlecht gebildete. Es gibt da keine klare Definition. Und ganz wichtig, ja, Männer sind im überwiegenden Anteil, aber es gibt auch Frauen und Mütter, die ihre Kinder sexuell missbrauchen. Und es ist eben nicht überwiegend der Fremdtäter, sondern Personen, die in der Familie sind, Verwandte,
nahes Umfeld. Da passiert sexueller Missbrauch überwiegend. Und diese Taten sind kein Zufall. Die sind lange handgeplant und wir sind Teil davon, von dieser Manipulation. Ja, das Umfeld ist immer davon genauso betroffen, weil wir werden geblendet. Ja, und es sind häufig die Menschen, wo man sagt, das hätte ich niemals gedacht. Das sind sie meistens. Und ganz wichtig auch, ja, wie bei den Tätern, bei Mädchen sind häufiger betroffen, aber ganz wichtig, auch Jungs sind betroffen. Und das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, damit die uns da nicht untergehen. Und auch hier, die Kinder haben niemals die Verantwortung. Die liegt grundsätzlich beim Täter. Ja, der nächste Punkt ist, was bei uns Erwachsenen anfängt, ist die Offenheit. Die Offenheit, dass wir Erwachsene lernen, darüber zu sprechen. Und das machen wir heute, dass wir einfach mal offener darüber sprechen und wir uns auch trauen, uns diesem Thema anzunähern. Denn erst wenn wir Erwachsene das zulassen, sind wir auch in der Lage, mit Kindern offen und altersgerecht darüber zu sprechen. Denn woher sollen Kinder wissen, dass das sexueller Missbrauch ist? Ja? Kinder, die so groß werden, die denken, das passiert bei den anderen auch, die spüren, mir passiert was, aber sie wissen nicht, dass das sexueller Missbrauch ist. Dafür brauchen sie uns Erwachsene, die dem Erfahrenen einen Namen geben. Ja? Wichtig ist, wenn die Kinder noch sehr klein sind, so im Kindergartenalter, dass man da nicht konkret in die Aufklärung geht, da wirklich nur, wenn es unmittelbar betroffen ist oder was Falsches aufgeschnappt hat. Ansonsten eher diese allgemeinen Botschaften wirklich von klein auf, dass Kinder lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, dass sie lernen, was mag ich nicht, was fühlt sich gut an, was nicht, dass Kinder auch Nein sagen dürfen. Und ich rede nicht davon in der Situation des Übergriffs, sondern wenn zum Beispiel die Oma kommt und die macht so an der Backe und dass das Kind weiß, ich kann auch Nein sagen und das ist okay, mein Gegenüber respektiert das, wenn ich das nicht möchte. Das meinen wir mit grundlegend Kinder zu stärken, aber auch das Gewissen, es gibt schlechte Geheimnisse, das ist wichtig, weil woher sollen Kinder unterscheiden? Ich will keine Petze sein, aber bei gewissen Sachen darf ich sprechen und das müssen wir einfach als Erwachsene sagen, du darfst das, das ist okay. Ja, der nächste Punkt ist Aufmerksamkeit. Ganz, ganz wichtig, denn es gibt nicht das eine Symptom. Ja? Kinder können plötzlich mal einnässen, einkoten. Ein Kind, was sehr offen war, hat plötzlich Angstzustände oder kann nicht schlafen, ist aggressiv sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber. Aber es kann auch sein, dass gar nicht so wirklich Symptome da sind. Ja? Wichtig ist, diese Veränderungen können darauf hindeuten, aber sie können auch völlig andere Ursachen haben. Und das macht es so verdammt schwierig. Und deshalb ist so mein Rat, wenn Sie eine Veränderung wahrnehmen, bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran und schauen Sie, was es ist. Und manchmal braucht es auch Zeit, aber bitte lassen Sie nicht so, ach, das wird sich schon wieder klären, sondern bleiben Sie dran, denn das ist die Chance, da auch immer wieder Gesprächsangebote zu machen. Und dann das Thema Vertrauen. Wenn ein Kind sich dann anvertraut, nehmen Sie solche Schilderungen bitte immer ernst. Loben Sie das Kind für das entgegengebrachte Vertrauen und glauben Sie, es gibt nichts Schlimmeres für Kinder, dass wenn sie sich anvertrauen und dann erfahren, mir wird hier nicht geglaubt. Denn in der Regel haben Kinder schon lange vorher schon öfter versucht. Aber wir Erwachsene haben es nicht verstanden. Wichtig ist, die Kinder wirklich auch freisprechen zu lassen, keine Suggestivfragen zu stellen, wirklich die Kinder frei erzählen zu lassen und es auch so dann zu dokumentieren, wie die Kinder das erzählt haben. Das ist ganz wichtig und versuchen Sie dem Kind in der Situation auch wirklich Sicherheit zu geben, dass das eine gute Entscheidung war, dass das Kind sich geöffnet hat. Ja, und dann ganz wichtig, handeln. Ja, Kinder können sexuelle Gewalt nicht aus eigener Kraft beenden. Sie brauchen uns Erwachsene und wir Erwachsene haben häufig Angst, etwas falsch zu machen. Und dann möchte ich Sie einfach heute zu ermutigen, diese Angst, die brauchen Sie nicht zu haben, denn Sie müssen das auch nicht alleine entscheiden. Sie können ganz viele Personen mit einbinden, von Jugendämter, Kinderschutzdienste. Wenn Sie Lehrer sind, gibt es die Schulpsychologie, wo Sie sich beraten lassen können. Sie sind nicht alleine und je nachdem, wo Sie arbeiten, haben Sie auch interne Wege und nutzen Sie diese. Und dann in aller Ruhe gemeinsam sich an den Tisch setzen und überlegen, wie kann ich jetzt für dieses Kind die beste Entscheidung treffen? Und da kann ich Ihnen heute keine allgemeingültige Antwort geben, denn jeder Fall ist ein Einzelfall.
Wichtig ist nur, handeln Sie und haben Sie die Gewissheit, Sie sind dabei auch nicht alleine. Ja, und das ist der wichtige Punkt. Auch die Polizei hat Unterstützungsmöglichkeiten für Sie. Und auf die würde ich gerne kurz eingehen. Und da als allererstes die Präventionsdienststellen, kurz der Hinweis. Ich weiß, wir sind, haben auch Teilnehmer aus einem anderen Bundesland oder aus anderen Bundesländern. Das, was ich jetzt sage, gilt genauso für die anderen Bundesländer. Auch dort gibt es bei den zuständigen Polizeipräsidien diese Präventionsdienststellen. Und was ist die Aufgabe? Die SB15er, die unterstützen originär zuständige Präventionsträger. Sie klären über Phänomene auf, über die Strafbarkeit, informieren über vorhandene Kampagnen, aber auch so Sensibilisierung, Vermittlung von präventiven Verhaltensempfehlungen. Sie kennen das bestimmt, wenn was passiert ist, hört man im Radio, Achtung, bitte keine Anhalter mitnehmen. Also auch zur Prävention gehört, Informationen bei Verdachtsfällen herauszugeben und insgesamt die Zivilcourage und den Opferschutz zu fördern. Genau. Und wichtig ist, wir von der Polizei können das gar nicht alleine, denn wir brauchen Sie. Ja, wir müssen das gemeinsam machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich weiß, es ist immer so dieser Spruch. Aber das meine ich wirklich ganz ehrlich. Also wir müssen uns gegenseitig unterstützen, denn jeder kann nur in dem Rahmen handeln, was sein Auftrag ist und was er auch einfach weiß. Und gemeinsam wissen wir einfach viel mehr. Und da auch nochmal dieser Hinweis, da wirklich sich zusammenzuschließen. Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, alles, was so regional ist, da sind die Polizeipräsidien zuständig und zum Beispiel Landesbehörden oder Ministerien, die können sich gerne ans Landeskriminalamt wenden. Oder halt ansonsten, wenn es im Regionalen ist, dann an die Präsidien und das ist auch bei den anderen Bundesländern so. So, ich gucke einmal ganz kurz auf Rebecca, wie ist es? Mein Handy ist jetzt leider ausgegangen. Du kannst gerne noch 5 Minuten, wenn du magst, kannst du noch 5 Minuten. Okay, wunderbar. Dann mache ich mal ein bisschen zügiger. Ich bin doch zu sehr ins Reden gekommen. Aber gut. Also, und die Opferschutzbeauftragten. Auch die gibt es in jedem Bundesland, in den Polizeipräsidien. Und hier ist die Besonderheit, es sind Sozialpädagogen, Psychologen, die keinen Strafverfolgungszwang haben und über die Rechte aufklären für Opfer, aber auch die Weitervermittlung von Hilfen. Man kann da auch gerne anonym anrufen. Ja, dann für die ganz Kleinen haben wir die Polizeipuppenbühnen. Auch die sind in allen Polizeipräsidien, jetzt hier das Beispiel in Rheinland-Pfalz, vertreten. Und da kann man sich auch hinwenden und dann kommen die für Kindergartenkinder und Grundschulkinder und können solche schwierigen Themen spielerisch den Kindern nahebringen. Ich gehe jetzt ein bisschen zügiger durch. Ich hab zu viel gesprochen. Ha. Also, und die Kampagne Sounds Wrong. Da ganz wichtig, das haben wir jetzt nochmal aktualisiert, ganz frisch. Und auf der Internetseite kann man sich wirklich über das gesamte Thema Kinder- und Jugendpornografie schlau machen. Und ganz wichtig, es wurde jetzt auch nochmal ansprechend für Kinder und Jugendliche, ja, optisch auch überarbeitet, so dass wir die Kids direkt ansprechen können. Und man kann auch auf der Internetseite zum Beispiel eine Meldung machen. Dann wurde ein Spiel entwickelt, wo es die Aufgabe ist, ja, im Spiel als eine Schildkröte, man frisst ganz viele Süßigkeiten, wird immer dicker und plötzlich schreibt zum Beispiel der Anton, ey, hör mal, ich habe hier ein Kinderporno geschickt bekommen und dann hat man die Möglichkeit zwischen drei Antworten und eine davon ist nur richtig. Und so können die Kids sich ausprobieren, wie geht man damit um, wenn man plötzlich solche Nachrichten bekommt. Ja, die Kampagne stellt ganz viele Videos zur Verfügung. Das ist auch alles Teil des Handouts und eins davon hatten Sie schon gesehen. Ja, Denken statt Senden ist eine Kampagne. Da geht es darum, die Perspektive zu wechseln. Das Video würde ich vorschlagen, schauen Sie sich das im Nachgang an. Die sind alle dort einsehbar, dass wir noch so ein bisschen die wichtigsten Sachen noch durchgehen. Hier geht es darum, die Kids einfach darauf aufmerksam zu machen. Pass mal auf, würdest du das denn auch weiterleiten, wenn das deine Schwester im Video wäre? Das gucken Sie sich im Nachgang mal in Ruhe an. Da gibt es mehrere Videos. Genau, dann gibt es die Videos, wenn man ja was, also Erklärvideos, wie ein Strafverfahren abläuft. Und das sind insgesamt 6 Videos, wo man einfach einführend vom Schritt,
Was bedeutet es, Opfer zu sein? Was passiert, wenn ich eine Anzeige mache? Welche Rechte habe ich? Was passiert bei den Ermittlungen? Und aber auch, warum ist es so wichtig, eine Anzeige zu tätigen? Und das können Sie sich in Ruhe mal angucken. Die Videos sind ein bisschen länger und da wird das im Comic einfach erklärt. Ja, dann gibt es Printmedien, die gucken Sie sich tatsächlich im Nachgang in aller Ruhe an. Jedes einzelne ist verlinkt. Wir haben hier Flyer für Lehrkräfte, für Erziehungsberechtigte, für Jugendliche selbst, um das Thema Kinder- und Jugendpornografie vorzustellen. Aber auch ja, Verhaltensregeln, wie kann ich helfen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. Wir haben unterschiedliche Fachbroschüren. Einmal sehr einführend zu Themen, was ich heute Ihnen erzählt habe, aber auch mehr nochmal in das Rechtliche, wie zum Beispiel Kinder schützen. Hier wirklich einfach mal in Ruhe reinschauen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu informieren. Und ganz wichtig, wir sind jetzt auch gleich durch. Wo finden Sie das? Und das ist auf dieser Internetseite polizei-beratung.de. Und hier sehen Sie, Sie können sich unabhängig vom Thema sexueller Missbrauch, können sich über alle Delikte schlau machen und Sie können über Medienangebot hier auswählen, welches Thema, wer ist meine Zielgruppe, Medienart und dann können Sie das hier direkt per PDF herunterladen oder kostenlos bestellen. Da kommt meistens, weiß man dann nicht, welches Polizeipräsidium ist für mich zuständig. Da geben Sie die Postleitzahl an und das ist bundesweit gültig und dann kommt entsprechend auch der Kontakt raus. So, und jetzt zum Abschluss würde ich Ihnen noch gern ein Video zeigen und dann machen wir erstmal Play. Ist meine Maus da? Es gibt einen Mensch, der spürt, wenn etwas nicht stimmt. Der hinhört, auch wenn ich nichts sage. Der nachfragt, wenn er sich Sorgen um mich macht. Und der hinsieht, wenn ich plötzlich ganz anders bin. Und dieser Mensch bist du. Genau, wir alle. Also, lassen Sie uns gemeinsam hinschauen, hinhören und bleiben Sie dran, wenn Sie eine Veränderung feststellen. Sie sind nicht alleine und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank dir, Karina, für diesen ja umfassenden Überblick und Einblick. Hier regnet es Applaus und Herzen. Ja, freut mich. Das ist Dankeschön. doch schon mal super. Ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen was Ihnen zusätzlich zeigen, Karina. Ich glaube, das ist das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben. Es ist einfach wirklich ein großes Thema, ein schwieriges Thema und wir können wirklich nur versuchen, uns Stück für Stück damit zu beschäftigen. Ja. Weil wenn wir das nicht machen, haben wir fast gar keine Chance, Kinder und Jugendliche zu schützen. Und ich möchte Ihnen gerne, bevor wir gleich in die Fragerunde nochmal gehen, ich schaue gerade mal, vielleicht können wir es auch so machen, vielleicht drehe ich es jetzt mal. Und stelle ein paar Fragen, die sich so direkt eher auch an dich gerichtet haben, vielleicht schon mal jetzt vorab. Und dann werde ich Ihnen noch mal was zeigen, ein bisschen was mitgeben. Was finden Sie bei uns? Es gab auch die Frage Materialien für die Präventionsarbeit. Da möchte ich Ihnen gerne was an die Hand geben. Ganz wichtig, ich habe in den Chat das Handout Ihnen jetzt schon zur Verfügung gestellt. Das ist eine PDF. Die müssten Sie jetzt einfach runterladen können. Ich packe jetzt gleich meine PDF auch rein, nur dass Sie Bescheid wissen, bitte am besten runterladen. Karina, hier kamen ein paar Fragen. Einige hast du während deines Vortrags auch schon beantwortet. Ich pick jetzt mal
so ein bisschen was raus. Zum Beispiel war hier die Frage, wie ist es denn, wenn zwei 13-Jährige über Sexting ja intime Aufnahmen untereinander ja austauschen und auf ihren Handys haben? Inwiefern machen die sich eigentlich dadurch ja strafbar, weil Strafmündigkeit ja erst mit 14 beginnt? Ja, wenn das ja herauskommt und die Polizei hat zum Beispiel Kenntnis davon, es wird dann erstmal zu einer Ermittlung kommen, aber dann wird sich ja feststellen, dass sie noch nicht strafmündig sind. In dem Moment wird das eingestellt. Wichtig ist aber, ich kann aber als Erwachsener, wenn ich nicht richtig damit umgehe, mich auch strafbar machen, indem ich zum Beispiel diese Inhalte wahrnehme und leite sie zum Beispiel an die Mutter der anderen 13-Jährigen weiter. Ja, dann haben wir hier eine Straftat und da reden wir nicht mehr von Minderjährigen. Ja, okay. Alles klar. Dann, ich habe vorhin immer mal wieder im Chat geguckt. Irgendwann hattest du, glaube ich, weiß ich nicht, ob du auch was zu KI-generierten kinderpornografischen Inhalten gesagt hast. Auf jeden Fall kam nämlich eine Frage im Chat dazu, ob denn, wie ist es denn eigentlich mit KI-generierten kinderpornografischen Inhalten, und ja, der Strafbarkeit? Sind wir da eigentlich schon an Ist einem strafbar. Punkt? Genau, ist strafbar, absolut. Es ist egal, ob es jetzt KI ist oder ob das ein Manga ist. Ich habe das als Beispiel gebracht. Ja, auch ein Zeichentrickfilm, der keinen sexuellen Missbrauch im echten von einem Kind und einem Täter darstellt, ist strafbar und gehört zur Kinderpornografie. Auch der Besitz von zum Beispiel Sexpuppen, die Kinder ähnlich sind, das ist verboten und da einfach der Hinweis, es ist strafbar, ja. Genau, hier gab es eine Frage, wie können wir Jugendlichen sowie Kindern erklären, dass Täter sowohl aus dem nahen Umfeld als auch aus der weiteren Umgebung stammen können, ohne dabei Misstrauen gegenüber allen Menschen zu fördern? Also da kann ich Ihnen auf jeden Fall auch die Broschüre von der UBSKM, also unabhängig Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, empfehlen. Da gibt es extra einen Teil, wie spreche ich mit Kindern darüber. Mein Tipp ist, es wirklich in dem Gespräch, einem sehr lockeren, vertrauensvollen Gespräch darüber zu sprechen, dass man einfach sagen kann, es gibt Erwachsene, die Kinder und Jugendliche zum Beispiel am Penis oder an der Scheide anfassen. Es ist auch wichtig, das konkret zu benennen, ja, weil wir Erwachsene neigen dazu, Penis, Scheide so zu vermeiden, so da unten rum, ja. Aber ganz wichtig ist, dass Kinder auch das benennen können und wissen, ah, es gibt also Erwachsene, die machen das, aber das dürfen die gar nicht. Ja, viele Kinder meinen ja, die Erwachsenen dürfen das. Das heißt, wirklich über grundlegende Sachen offen zu sprechen und auch den Kindern einfach ein gutes Gefühl bei diesem Gespräch zu geben. Pass auf, es ist okay, wenn wir darüber sprechen und es ist okay, wenn wir sagen, Penis, Scheide. Ja, also das als Anfang. Man, wie gesagt, man kann ein Buch darüber schreiben, wie man jetzt mit Kindern darüber spricht. Deswegen meine Weiterempfehlung wirklich, gehen Sie die Broschüren in Ruhe durch. Auch die Kampagne schiebt den Gedanken nicht weg oder die Verantwortung habe ich auch verlinkt, weil das ist eine ganz, ganz wertvolle Kampagne. Und da finden Sie wirklich auch nochmal mehr Antworten auf Ihre Frage, was jetzt hier der zeitliche Rahmen wirklich sprengen würde. Ja, es gibt einfach viele Fragen und viel Ja, Interesse ich an dem weiß. Thema. Ich glaube, wir können da eine ganze Webinar-Reihe draus machen Ja, und sicherlich ist irgendwie das so. Thema nochmal für sich betrachten. Ich würde gerne noch eine Frage hier aus dem Chat aufgreifen. Das stelle ich immer wieder auch fest, sowohl wenn wir mit Jugendlichen sprechen, als auch mit pädagogischen Fachkräften und Eltern. Wie ist es denn, wenn das Handy zur Beweissicherung mitgenommen wird? Da war die Frage, dass tatsächlich die Auswertung dauert ja relativ lange und dann bekommt man das Handy in Werkseinstellungen zurück. Ist das so und wie können wir dann ja, da mit Kindern und Jugendlichen drüber sprechen, für die ist das Smartphone das ganze Leben, ja, und dann, Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Für die Kids ist das ein ganz wichtiger Bestandteil. Da auf jeden Fall der Hinweis, also wenn ein Handy kinderpornografisches Material hat, es wird von der Polizei als Beweissicherung beschlagnahmt und dann ist es so, dass das Handy auch in Werkseinstellungen zurückkommt, denn es ist halt so, dass einfach mal ein Foto aus der Galerie zu löschen, bedeutet nicht gelöscht. Ja, das heißt, dieses Handy wird wirklich komplett auf Null zurückgesetzt. Aber auch hier ist natürlich, gibt es Einzelfälle. Ich kann nicht pauschal auf alles eine Antwort geben, weil das ist immer sehr komplex. Aber grundsätzlich kann man sich darauf einstellen, ja. ja.
Ja, das ist halt immer so die Sache, ne? Beweissicherung, und dann muss das alles ausgewertet werden. Wir hatten jetzt irgendwie die Situation, dass Jugendliche, die selbst betroffen war, sozusagen, weil intime Aufnahmen geteilt wurden und weiterverbreitet wurden, dass sie auch ihr Handy abgeben musste und sie das dann als doppelte Bestrafung letztendlich, ne? Also sie war die Betroffene, ihre intimen Aufnahmen sind Weiß verbreitet genau, was du worden und meinst, ja. dann hat sie noch zusätzlich das Smartphone abgenommen bekommen. Und ich glaube, das verunsichert dann auch viele, ja, Eltern, Erziehungsberechtigte, vielleicht auch pädagogische Fachkräfte. Ich glaube, hier würde ich dazu versuchen zu motivieren, hier ganz offen in Gespräche zu gehen, als Eltern, Erziehungsberechtigte vor allem vielleicht sogar eine Lösung zu finden, damit eben sich das nicht zusätzlich als Bestrafung sozusagen anfühlt. Hier kam auch der Hinweise im Chat, das ist wirklich ein großes Hindernis für Jugendliche, weil sie Angst haben, ihr Handy abzugeben und deswegen auch oftmals nicht Anzeige erstattet wird. Und ich glaube, da können wir nur Absolut. versuchen. Und wir Erwachsenen müssen das natürlich auch ernst nehmen. Wir tun das gern so ab, ne? Das müssen wir ernst nehmen. Und wichtig, umso wichtiger ist die Prävention, bevor es passiert, dass wir schon mit den Kids drüber sprechen, ne? Wenn, bevor wir die Kinder alleine rauslassen, sagen wir, wie selbstverständlich, guck mal rechts und links, wenn du über die Straße gehst, steig nicht bei fremden Personen ein und im Internet lassen wir die Kids einfach raus, ja? In die weite digitale Welt. Und da müssen wir bei uns anfangen, und da können wir den Kids keinen Vorwurf machen, dass wir das auf dem Schirm haben, dass wir die Kids da nicht allein lassen. Und deswegen ist Prävention so wichtig, dass es erst gar nicht so weit kommt, indem wir nämlich dranbleiben und das Internet nicht verteufeln. Ja. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, noch meinen Bildschirm zu teilen. Kleiner Hinweis an Sie alle. Das passiert mir häufiger, wenn ich in Zoom meinen Bildschirm teile, dass dann mal kurz alles hängen bleibt. Haben Sie einfach kurz eine Minute Geduld, wenn es nicht gleich gehen sollte. Also ich sehe es schon mal, das ist schon mal sehr gut. Jetzt Das musst du ist schon nur, mal sehr gut und habe mich diesmal dran gedacht, meine zu beenden. ja, sehr gut. Gut, dann schauen wir gleich mal, ob ich auch in den Vollbildmodus gehen kann. Und hat's geklappt? nee, noch sehe ich es als im Dokument, also die anderen Folien kann ich auch sehen. Noch nicht in Präsentations. Oh, okay. Also da geht ein Daumen hoch. Vielleicht hängt es nur bei mir. Ah, jetzt. Jetzt. Es war verzögert. Jetzt. Okay, super. Weil ich würde Ihnen auch gerne noch mal das eine oder andere kurz mitgeben, weil hier auch ein paar Fragen waren, die Richtung noch mal Präventionsangebote gehen. Ich werde hier schnell durchklicken, weil einiges, vieles hat Carina Kneip jetzt auch uns schon mitgegeben, dass uns auf jeden Fall ganz klar bewusst sein muss, dass es ohne, ja, Medienkompetenz nicht geht, aber auch nicht geht, ohne dass wir Gespräche führen mit Kindern und Jugendlichen, im Austausch bleiben. Und ich finde, eine wichtige Botschaft, die wir mitnehmen müssen immer wieder, ist, dass wir, gerade wenn es um sexuelle Gewalt im Internet geht, dass wir verstehen, dass Kinder und Jugendliche einfach häufig, ja, drauf losgelassen werden, irgendwie aufs Internet und losrennen und aber eben noch überhaupt nicht wissen, wie sie sich schützen können und was sie machen können. Ich weiß, dass heute wir sowohl viele Erziehungsberechtigte dabei haben, als auch aus dem Bereich Prävention. Und was ich immer gerne zeige und Ihnen auch vermitteln möchte, ist: Lassen Sie uns versuchen, nicht mit dem Finger immer auf die anderen zu zeigen, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig, um Kinder und Jugendliche zu schützen vor sexuellem Missbrauch, vor sexualisierter Gewalt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass jeder von uns hier eine Aufgabe zu tragen hat, angefangen bei der Politik, die Online-Dienste, also die Anbieter selbstverständlich auch. Da kämpfen wir natürlich immer irgendwie auch, wie wir die mehr in die Verantwortung nehmen können. Aber eben auch wir in der Pädagogik, in der Prävention haben eine Aufgabe in der schulischen wie auch außerschulischen Bildungsarbeit.
Und Eltern und Erziehungsberechtigte eben auch. Und das ist eine Riesenherausforderung, gerade wenn ich an Schule und Erziehungsberechtigte denke, erlebe ich einfach immer wieder, dass gegenseitig sich gezeigt wird, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich. Das ist nicht zielführend. Ich glaube, zielführend ist es wirklich nur, wenn man miteinander im Austausch bleibt, miteinander daran arbeitet, Angebote für Kinder und Jugendliche schafft. Und ja, letztendlich das Thema als Daueraufgabe annimmt, hier ja präventiv zu arbeiten oder auch medienerzieherisch, wenn es jetzt hier gerade an die Erziehungsberechtigten geht. Dabei muss uns eine Sache klar sein. Das ist immer ein bisschen frustrierend, das zu sagen. Wir können tatsächlich Kinder und Jugendlichen nicht komplett schützen vor bestimmten negativen Erfahrungen im Internet und auch vor bestimmten Formen von sexueller Gewalt im Internet. Das können wir fast nicht verhindern, weil einfach das ein Raum ist, in dem sie sich ausprobieren, Grenzen austesten, der dazu beiträgt, ja, dass sie überhaupt bestimmte Entwicklungsaufgaben bearbeiten können. Und das ist mit Risiken verbunden und das muss uns bewusst sein. Was wir aber machen können, ist, dass wir sie darin stärken, bestimmte Selbstschutzmaßnahmen anzuwenden. Dass sie zum Beispiel in einem Chat erkennen, wenn ich mit einer fremden Person schreibe, geht das gerade in eine Richtung, die vielleicht nicht so gut für mich ist. Sind da Interessen dahinter, die letztendlich zu einem, ja, auch zu einem Missbrauch führen können, das zu erkennen, dann sich Hilfe vor allem auch suchen zu können. Das können wir stärken. Und ein wichtiges Appell an Sie wäre, wir erleben immer wieder, insbesondere auch tatsächlich weibliche Jugendliche, die das als völlig normal empfinden, sexuell belästigt zu werden, und zum Beispiel auch sehr explizit ja Penisbilder geschickt zu bekommen in Social Media von fremden Personen. Und ich würde hier gerne dazu appellieren, dass wir hier ins Gespräch drüber kommen, dass das nicht normalisiert wird, weil das handelt sich um eine Form von sexueller Gewalt und ich glaube, wir können dazu beitragen, dass wir Kinder und Jugendliche darin stärken, das auch als solche zu erkennen, dementsprechend auch handlungsfähig wieder zu sein, sich dagegen zu wehren und das zu melden. Ich würde gerne, wenn Sie aus pädagogischen Einrichtungen sind, Sie noch kurz auf eine Sache hinweisen. Wenn Sie, ob Sie jetzt in der Schule sind oder vielleicht sogar außerschulischer Bereich, und an Schutzkonzepten arbeiten, habe ich Ihnen hier einen Link mal reingepackt, digital.keinraumfuermissbrauch.de. Wenn Sie an Schutzkonzepten arbeiten, vergessen Sie nicht, digitale Aspekte in Schutzkonzepten zu berücksichtigen, weil einfach wir immer wieder merken, es gibt Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt. Es wird aber überhaupt nicht darüber gesprochen, wie ist es denn, wenn Kinder und Jugendliche in der Einrichtung betroffen sind von digitalen Formen sexueller Gewalt? Oder wie geht man damit um, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher kommt und sagt, mir ist hier was passiert? All das sollten Sie einfließen lassen und das müssen Sie nicht ohne Hilfe machen. Also Sie müssen sich nicht was aus den Fingern saugen. Sie finden hier Hilfe, wie Sie das einflechten können. Für Eltern, Erziehungsberechtigte, die heute hier sind, möchte ich kurz Sie ermutigen, dass Sie nicht nur das Thema sexuelle Gewalt mitnehmen und schauen, wie Sie das in Ihrer Erziehungsarbeit ja thematisieren können. Es geht manchmal gar nicht darum, direkt über diese schwierigen Themen zu sprechen. Sie tun sich einen Riesengefallen, wenn Sie, vielleicht haben Sie auch jüngere Kinder, die noch gar nicht ein Smartphone haben. Und da geht es eher darum, wie Sie die Beziehung erstmal führen mit den Kindern, dass es ein vertrauensvolles Verhältnis ist und dass Sie auch schon lernen, in Gespräche zu kommen über die Mediennutzung von Kindern. Und das von Anfang an begleiten, bis eben hin zum ersten Smartphone, dann ist einfach die Chance größer, dass wenn Ihrem Kind etwas passiert,
dass es dann auch bei ihnen Hilfe sucht. Und wir haben hier ein Material, auch im Kontext der Kampagne, die Carina Kneip vorhin schon genannt hat, nicht wegschieben. Da haben wir von ClickSafe an dieser Broschüre mitgearbeitet, das erste Smartphone. Das ist wirklich genau diese Mischung aus, wie kann eine gute Medienerziehung funktionieren und wie können Sie Ihre Kinder ja auch ein Stück weit schützen, soweit möglich, dass es von sexueller Gewalt betroffen ist. So, ich schaue mal auf die Uhr, weil die Zeit rennt ein bisschen. Ich packe Ihnen das alles auf jeden Fall noch zusammen. Wir haben bei ClickSafe unterschiedliche noch mehr Materialien. Unter anderem für pädagogische Fachkräfte haben wir ein Material zu Cybergrooming, wie Sie ab der 5. Klasse an dem Thema arbeiten können. Da sind drei Projektvorschläge mit dabei. Wir haben für Jugendliche Materialien, ja, unter anderem auch ein Flyer und Videos, wie sie sich vor sexueller Gewalt schützen können und dagegen wehren können. Für Eltern haben wir auch speziell zum Thema Cybergrooming Materialien. Und sollten Sie jetzt in der pädagogischen Arbeit mit Grundschulkindern tätig sein, würde ich Ihnen super gerne Internet-ABC ans Herz legen. Die haben auch schwerpunktmäßig zum Thema Cybergrooming, haben die Materialien für die Arbeit an Grundschulen entwickelt. Was Sie beim Handout finden, was Sie von mir bekommen, da finden Sie viele Beratungs- und Hilfsangebote. Bitte nutzen Sie die selbst auch. Also wenn Sie wissen, ein Kind, ein Jugendlicher ist konfrontiert, ist ja betroffen von sexueller Gewalt und Sie wissen erstmal nicht weiter, nutzen Sie bitte auch zum Beispiel das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, um sich hier beraten zu lassen, damit Sie nicht voreilig handeln, sondern erstmal gucken, okay, zur Ruhe kommen, erstmal sich Hilfe selbst suchen. Und das Gleiche können Sie bitte auch jungen Menschen empfehlen, die sich nicht trauen werden, direkt vielleicht zu Ihnen zu kommen, dass Sie hier den Hinweis geben auf zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, auf Youport oder auch Safe im Recht, die tatsächlich auch eine rechtliche Beratung geben, wenn es um digitale Gewalt geht. Was Sie auch finden werden, ist Meldestellen, wenn Sie illegale Inhalte im Netz sehen. Nicht nur sexuelle Inhalte, sondern zum Beispiel auch Volksverhetzung, Gewaltdarstellung. Dann können Sie diese melden bei der Internetbeschwerdestelle und bei Jugendschutznet. Es gibt eine Meldestelle speziell für Cybergrooming. Da können Sie sehr einfach auch junge Menschen darauf hinweisen, dass wenn sie von Cybergrooming betroffen sind, sie das dort melden können. Und was ich Sie bitten würde, sich anzuschauen, ist Take It Down, wo tatsächlich junge Menschen intime Aufnahmen von sich schützen können, damit diese nicht irgendwie plötzlich bei Instagram hochgeladen werden. Und man kann auch ungefragt Dickpics melden unter Dickstinction.com, das ist von HateAid. Und das sind so Angebote, auf die können wir tatsächlich auch junge Menschen hinweisen, damit sie, was ich vorhin gesagt habe, entnormalisieren, damit sie verstehen, dass sie sich wehren können gegen Übergriffe unterschiedlicher Art. Alles andere packe ich Ihnen auf jeden Fall noch in die Liste. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ich bin jetzt ganz schnell durchgerattert. Können die Materialien und Poster auch aus dem Ausland bestellt werden? Schreiben Sie da gerne, ich gebe mal die E-Mail-Adresse hier durch, info@clicksafe.de. Wir haben ganz viele Materialien bei uns auf der ClickSafe-Seite. Sie können die auf jeden Fall kostenlos runterladen. Und je nachdem, wo Sie im Ausland sitzen, denke ich mal, ist das auch möglich, dass wir die Materialien ins Ausland schicken. Gut, eine geballte Ladung heute, Carina. Ja. Ich nehme ganz viel auch an Learning mit. Wenn so viele Teilnehmende da sind, nehme ich mir auf jeden Fall mit, dass ich mir noch jemanden zur Seite hole, weil es doch viel ist, den Chat
im Blick zu behalten, plus dir zuhören, plus und so weiter. All das Ja. ist aber was, das muss man mal ausprobieren, das muss man machen. Im neuen Jahr wissen wir dann Bescheid, ha? Im neuen Jahr wissen wir Bescheid. Wir werden die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Haben Sie da Geduld? Mit mir die Woche wird das nichts mehr, aber nächste Woche werden wir die Aufzeichnung bei ClickSafe zur Verfügung stellen auf unserem YouTube-Kanal. Und ich verspreche Ihnen, dass ich die zwei PDFs, einmal das Handout von Carina Kneip und das Handout bzw. die Linksammlung von uns, einfach dann auch nochmal hochladen werde. Wenn irgendwas sein sollte, melden Sie sich bei mir. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend so, so, so zahlreich hier zugeschaltet haben. Schreiben Sie auch gerne noch in den Chat Ihre Rückmeldungen. Da freue ich mich. Wir haben jetzt keinen Feedbackbogen für Sie, aber Sie sind eingeladen, jetzt einfach auch noch Ihr Feedback im Chat dazulassen. Und genau, Carina. Ja, zum Feedback auch vielleicht ganz kurz für die, die das über Social Media erfahren haben. Also im Handout ist ja auch euer Instagram-Kanal verlinkt. Da haben wir das Video gemeinsam mit ClickSafe beworben. Und wenn Sie da das Bedürfnis haben, auch einfach mal eine Rückmeldung zu geben, freuen wir uns natürlich, weil das dann auch nochmal Werbung für andere ist, sich in Zukunft bei Interesse anzumelden. Also da gerne auch auf Social Media eine Rückmeldung lassen. Und von meiner Seite auch einfach nochmal ein herzliches Dankeschön. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen Interesse haben und dann auch sich die Zeit hier abends nehmen. Und auch nochmal von meiner Seite, jeder, der eine gehobene Hand hat oder jetzt wo eine Frage ist, die nicht beantwortet ist, ne, das tut uns natürlich leid, dass wir da nicht jeden einzeln abholen können, dass man auch nicht so in die Tiefe von Fall zu Fall gehen kann. Das können wir hier so nicht leisten. Wichtig ist, das heute als einen Anstoß wahrzunehmen. Sie können sich im Nachgang in aller Ruhe die Sachen mal durchschauen. Was gibt es überhaupt? Vielleicht werden dadurch schon Fragen auch ja, beantwortet. Und gleichzeitig haben Sie jetzt unterschiedliche Stellen vorgestellt bekommen, wo Sie sich bei Bedarf hinwenden können. Das heißt, wenn Sie jetzt noch Fragen seitens Polizei haben, dann gucken Sie, wer ist Ihr zuständiges Polizeipräsidium und dann schreiben Sie da gerne hin oder rufen da an und dann ist das auch im Land so aufgeteilt, so dass Sie auch relativ schnell eine Antwort darauf bekommen, ne? Also nutzen Sie das und haben Sie keine Scheu. Ja, und einfach nochmal herzlichen Dank. Ja, super, Carina. Kann ich nicht besser ausdrücken. Ich habe gerade versucht, meinen Handout mit den Hilfestellen parallel hochzuladen. Das lädt hier noch hoch, falls das jetzt nicht mehr klappt. Wie gesagt, Sie bekommen das noch. Hier kommt tolles Feedback, Besserungswünsche. Vielen Dank. Ah, das ist lieb, ja. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und ich wünsche Ihnen allen auf jeden Fall einen schönen Abend. Schauen Sie einfach dann einfach nächste Woche nochmal bei clicksafe.de vorbei und auch auf dem YouTube-Kanal. Da werden Sie auf jeden Fall von uns alles nochmal gesammelt bekommen, damit nichts verloren geht und bleiben Sie an dem Thema dran. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, ob Sie jetzt als Erziehungsberechtigte oder pädagogische Fachkraft heute da waren.